ist jetzt erstmal dicht. NATO raus! Ah, okay, wir haben gerade erfahren, hier wurde jemand aus dem Verkehr gezogen, weil er eine Amigo Home Fahne hat. Das ist natürlich, das geht natürlich nicht. Du kannst ja nicht einfach sagen, Amigo Home hier in Deutschland. Das ist, geht nicht. Hui! Schämt euch! Los, Sie können mal da hinter die Absperrung gehen. Ja, okay. Ich bin hier normaler Bürger. Ja, Sie können trotzdem Abstand halten. Natürlich, Sie können ja von weiter entfernt filmen, ne? Ja, Sie können das hier stehen bleiben. Na, dann bleiben Sie hier stehen, ja? Ja, ja. Ist ja in Ordnung. Brauchen Sie nicht zu prüfen sein. Bin ich unnötig. Ich habe Ihnen nur gesagt, dass Sie stehen haben. Okay, dann habe ich Ihren Ton falsch interpretiert. Ja, das mit der Meinungsfreiheit in Deutschland, ja, ein Thema, ne? Meinungsfreiheit ist eine gute Sache, auf jeden Fall. Also der Punkt ist wahrscheinlich, diese Amigo Home Fahne bzw. der Ausspruch als solches ist nicht das Problem, so wie es mir scheint, sondern dass das Fahnen von dem Magazin mit dem C am Anfang sind. So zumindest der persönliche Eindruck. Ja, haben wir die Aufregung geklärt. Gerade zu den Leuten gesagt, also ich denke, das Problem ist nicht, was auf den Fahnen steht, sondern dass diese Fahnen wahrscheinlich von dem Magazin mit dem C am Anfang sind. Ja. Ha! Ich will den mal. Soll ich mal deine Hose ausziehen? Oh, ja. Also, der Herr Polizist war ziemlich schuppig. Ja, ja. Hast du das mitgekriegt? Ja, ja. Moin. Moin. Ist hier mal auf das gemacht? Nein, nein, wahrscheinlich von der. Weil das eine Verhandlung vom Fachmagazin ist, das weiß man nicht. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Weiß nicht. Ja, der Arthur hat Durst, der wollte mal kurz was trinken. Aber in dem Moment, wo er sich kurz eine Auszeit gönnt, passiert dann halt die Action, ne? Naja, die Buchstaben von Bieterei gehen runter. Genau, weiter. Genau. Athena, das böse C. Das böse C, das Z. Das böse C, das Z. Das Alphabet ist schon sehr suspekt, oder? Muss man aufpassen. Da muss man ganz aufpassen. Ja. Ich hab Hunde. Ja, okay. I get it, I get it.
Zeigen. Das ist sehr geil. Die Trommler haben gesehen, dass hier Leute vom Demonstrationszug in der polizeilichen Maßnahme sind. Also sind sie stehen geblieben. Eine sehr geile Aktion, um darauf hinzuweisen, okay, hier passiert gerade was. Oh, das ist das böse Lied, wir müssen muten.
Wir müssen definitiv bluten. Ja, was denn, LOL? Ja, da lief gerade das Dück-Dück-Dück-Lied. Achso, ja. Und da ist die Polizei wieder ausgerastet, oder was? Keine Ahnung, ja. Ich dachte, wir muten den Stream, bevor sie abbrechen. Ja, also die wurden ja jetzt, diese zwei Trommler, wurden da jetzt festgehalten, weil sie so eine, ne, Kompaktfahne irgendwie haben. Der eine hat das C sogar schon ausgebügelt gehabt, der andere hatte das C noch dran. Also absurdeste Verhältnisse hier. Und jetzt stehen die Trommler natürlich da und warten auf ihren Kollegen, machen aber so einen Lärm, dass ich nichts verstanden habe. Ja. Das ist natürlich absolut kontraproduktiv, ist aber hier. Können sie ja nicht wissen. So, jetzt werden da irgendwie Personalien aufgenommen und dann können die wieder los. Ja, also es ist ein Affentheater. Ja. Ist ja nicht zum Film zu da lang? Ich weiß nicht, wo.